Und damit auf einer neuen Folge von Let's Play Resident Evil 4. In der letzten Folge haben wir das zweite Kapitel abgeschlossen, sind vom Kettensägenfreak geflohen, haben ihn besiegt, sind im Haus des Bürgermeisters gelandet und wurden dort von ihm erstmal gegriffen, dann aber gerettet von einer Dame in Rot. Und jetzt machen wir weiter. Ich bin gespannt. Hier ist übrigens auch der Boni-Shop. Das schauen wir uns aber am Ende an. Kapitel 3. Dein Blut hat die Gabe angenommen. Mit diesen unheilvollen Worten verschwindet Leons respekteinflößender Gegner. Leon versucht nicht weiter drüber nachzudenken. Ah, ich kann das doch einsammeln. Basis Anchor No. 1. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende. Weiß man eigentlich, dass das die Präsidententochter ist, die wir suchen? Bericht über Luis Serra. Name: Luis Serra Navarro. 28, männlich. Serras Name tauchte erstmals öffentlich in einem Studentenregister auf. Aus der Zeit davor sind keinerlei Aufzeichnungen gefunden worden, nicht mal eine Geburtsurkunde. Nach Abschluss seines Studiums trat er eine Stelle in Umbrellas Forschungsabteilung an, wo er sich schnell einen Namen machte und sich den Zuspruch seiner Mitarbeiter verdiente. Er war an der Entwicklung mehrerer nicht verschreibungspflichtiger Medikamente beteiligt, die jedoch allesamt noch vor ihrer Marktreife eingestellt wurden. Liste liegt bei. Ein paar Jahre später verließ Sarah Umbrella und verschwand von der Bildfläche. Nach dem Vorfall von Raccoon City bemühten sich Behörden und Regierungen, alle Personen mit Verbindung zu Umbrella aufzuspüren, konnten ihn aber trotz intensiver Suche nicht ausfindig machen. Wir glauben daher, dass Serra nicht sich aktiv und mit großem Aufwand um sein eigenes Verschwinden bemüht hat. In Hannigans Handschrift. Nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Glaubst du echt, dass Umbrella einem ihrer Besten an irgendeiner Magentablette oder Faltencreme forschen lassen? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Was? Ah, okay. Hier, das Bild wollten wir uns einmal angucken. Das ist Lord Saddler, glaube ich. Und ansonsten habe ich hier alles mitgenommen. Okay, ich habe gedacht im letzten Part so, Shit! Das verpasst. Aber dann ist ja alles gut. Ach, das geht auch nur zur zweit. Zur Kirche gehen. Ich hatte den Insignienschlüssel bekommen, den kann man jetzt sicherlich an vielen Türen. Oh. Das hat es Türen benutzen. Wo war der Ausgang? Ach, hier. Und? Du auch, Oha. ne? Na? Wir helfen dir. Pass auf dich auf, Kleiner. Tja, Leute, was glaubt ihr, wenn wir den wiedersehen? Na klar, wenn wir den wiedersehen. Haben wir den jetzt immer noch? Naja. Tür, öffne dich. Okay. Ach, da geht's wieder zum Dorf. Und Tür mit Insignie. Das war Wand mit Durchbruch. Weiß nicht was. Und Schätze. Geschlossene Schublade. Ach, die kann man jetzt öffnen. Auch noch ein Schatz. Ja, komm. Gucken wir uns da nochmal ordentlich um. Pistole. Ja, früher ging das, sorry. Mein Gott, Lien. Oh, Fledermäuse. Die Fledermänner.
Tür auf. Ah. Wir hatten das ja schon mal hier angeguckt. Ey, das ist eine Krähe. Ist das jetzt eine Quest gewesen, dass man das irgendwann macht? Oh nein, das habe ich dir nicht gesehen. Egal. Hier. Ach, leck mich! Ach, das war auch genau das. Okay, gut. Und wahrscheinlich ist dann da drin der Schatz. Gut, dann habe ich das ja nicht verpasst. Ah, wir sind ja fast voll. Schublade. Da. Zack. Kompass. Lässt sich sicher verkaufen. Okay, kann man nicht kombinieren. Das war keine Tür. Shit. Ich übe noch. Und ansonsten. Da soll ein Schatz sein. Okay. Hunde. Oh Gott. Noch wer? Ich habe keine Granatenschüsse. Ey, das ist viel. Ja, mach doch mal ruhig. Tja, kommt davon. So, welches Gebäude war das? Ich glaube, wir haben das Gebäude gefunden. Was war das? Ich kann da drüber. Mann, hör auf. Wo war das? Hier war die Schrotflinte. Schatz. Wo denn? Hä? Hä? Ach, man kann hier raus. Jetzt. Müsste da einmal rumlaufen. Ist auf der anderen Seite auch ein Fenster, ja. Okay. Da soll ich aber hin, oder?
glaube, ich muss in die Richtung. Hä? Oh nein. Letztes Mal war das aber noch nicht zu. Als ob die auf einmal so schlau geworden sind. Lassen Sie das bleiben. Das ist für Ihre... Oh. Für Ihre Gesundheit ist das, glaube ich, besser. Kann ich? Nein, ich kann auch keine Gewehrmuni. Ach, schade. Ach komm. Hallo. Ey. Guten Tag. Was war da denn drin? I. Eine Schlange. Eine Viper bekommen. Wie jetzt? Kann ich die essen? Ah, oh, früher hat man da ein Ei bekommen draus. Stimmt, ich erinnere mich. Ist das safe oder? Ich habe nichts getan. Ach, jetzt habe ich genug Schießpulver gehabt, oder? Nee, stimmt, ich brauche keinen Schießpulver. Da ist was. Kann das irgendwo reinfallen? Ich habe, ja, als ob ich genau dazu getroffen habe. Seidenkristall. Na? Zettler. Hier gab es noch ein Fest mal. Illuminados 4.9. Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper dann kleiner und entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentner und Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deine Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Okay, okay. Was haben wir hier? Flinte. Mein Messerchen ist auch schon wieder fast kaputt. Och. Händler-Tipp, die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass die ständig die Munition ausgeht, dann habe ich da was für dich, den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Deshalb kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deinen überzähligen Messer in ganzes Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Nahrungsminen als Minenaufsatz anbringen, die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schieß sie direkt auf deinen Gegner und sie explodieren auf der Stelle. Schieß auf eine Oberfläche und sie werden zur Nahrungsmine. Du verlierst den Bolzen, aber das ist alles mal wert. Ja, lass mich erstmal überlegen. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Hey. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Die restlichen... Was ist das denn? Warum ist das Zeichen? Oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Zu verkaufenden Viper. Was es uns wert ist. Soll die verkaufen? Okay. Ich wusste, du bist ein Macher. Nicht schlecht. Okay. Da wären noch neue, kommen jederzeit wieder. Aber ich hab doch, da ist die Quest wahrscheinlich. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gerne ein paar leckere Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? Okay. Ja, einen habe ich ja schon gefunden. Willkommen. Kaufen. Ich habe keinen Platz für den. TMP. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. 20% Rabatt.
Keine Blendgranaten. Kann ich sonst noch etwas? Harte Zeiten, Partner. Willkommen! Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe? Mit dem Ding schlägst du eine Schneise durch die Massen. Wer diese Waffe kauft, braucht nicht nur das nötige Kleingeld, es braucht auch Eier. Besser zu gut vorbereitet. Habe ich recht? Na dann, was kann ich für dich tun? Stirb mir da draußen nicht weg! Kirche, das muss sie sein. Oh.
Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One endet. Okay.
See. Hoffentlich wartet da nicht wieder irgendeine Überraschung.
möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gut gemacht.
Auftrag ist ver... Tisch, was? Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Oh, sieh dich einer an. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Haha, ich wusste, du bist ein Macher. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Probier mal, ob's passt. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst du... Stirb mir da draußen nicht weg, haha!